Ist es denkbar, dass der nächste Kommissionspräsident anders heißt als Martin Nein. Schulz oder Jean-Claude Juncker? Nein, nein. Wenn die Sozialdemokraten vorne liegen, dann werden Sie persönlich Martin Schulz wählen. Das ist zwar nicht der Fall, weil wir deutlich gewinnen, aber dann würde ich Martin Schulz wählen, weil wir das so ausgemacht haben und ich das auch so versprochen habe. Herr Abgeordneter, Ottmar Karas sagt, es sei undenkbar, dass jemand anderes als Martin Schulz Kommissionspräsident werden wird. Ja, ich bin schockiert über die Aussage des Abgeordneten Karas. Er hat hier in einem, meiner Ansicht nach, in einem Lucidum Intervallum, in einem lichten Moment, die Wahrheit ausgeplaudert. Offensichtlich ist es bereits ausgedealt zwischen den beiden Parteien Schwarz und Rot, dass Schulz Kommissionspräsident wird. Und ich halte es für besonders dramatisch, dass Ottmar Karas an einem Tag diese Aussage macht, an dem gleichzeitig in den Tageszeitungen nachzulesen war, dass dieser Martin Schulz die Kreuze und die Kruzifixe aus den öffentlichen Schulen und aus den öffentlichen Gebäuden entfernen will. Das heißt, als er dieses Interview gegeben hat, wusste Ottmar Karas, dass am gleichen Tag Martin Schulz das Kreuz und das Kreuzsymbol zum Feind erklärt hat. Und dann erklärte er am Abend, dass es für ihn undenkbar sei, dass jemand anderer zum Kommissionspräsidenten gewählt wird als Martin Schulz. Das ist dermaßen skandalös, dass einem fast die Worte fehlen. Damit muss aber jeder Wähler wissen, dass wer Ottmar Karas wählt, wählt in Wirklichkeit rot. Wer Ottmar Karas wählt, wählt diesen Gegner des Kreuzes. Wer Ottmar Karas wählt, darf nicht darauf vertrauen, dass er sich fürs Kreuz einsetzt, sondern wer Ottmar Karas wählt, wählt einen Feind des Kreuzes. Damit ist alles gesagt und ich bin eigentlich auf der anderen Seite sogar dankbar, dass kurz vor dem Ende des Wahlkampfes und kurz vor dem Wahltag noch mit einer derartigen unverschämten Offenheit noch wenigstens die Karten auf den Tisch gelegt werden. Hier haben wir es nicht mit einem Verteidiger des Kreuzes zu tun, hier haben wir es mit Gegnern des Kreuzes zu tun. Eugen Freund hat sich nicht auf einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten festgelegt. Warum ist Ottmar Karas hier schon fixiert auf eine Person? Offensichtlich, weil das Ganze ausgedealt ist und dem Herrn Freund hat das offensichtlich noch niemand gesagt. Und die Roten scheinen wieder mal die Schwarzen ausrutschen zu lassen. Aber Sie sehen ja selber, dass sogar in Anwesenheit des Eugen Freund und bei dessen vor laufenden Kameras vorgetragener Weigerung Karas auf jeden Fall bereits jetzt erklärt, den Feind des Kreuzes, den Herrn Schulz, zum Kommissionspräsidenten zu wählen. Und ich möchte daran erinnern, dass Ottmar Karas den Herrn Schulz bereits zum Parlamentspräsidenten gewählt hat. Auch die Stimme des Ottmar Karas war seinerzeit bei der Wahl des Herrn Schulz zum Parlamentspräsidenten eine Stimme für Martin Schulz. Das heißt also, hier sind die Wähler werden hier wieder getäuscht. Wer glaubt, dass mit Ottmar Karas ein Konservativer gewählt wird, wird getäuscht. Wer glaubt, dass er mit Ottmar Karas einen Verteidiger des Kreuzes und des Christentums wählt, der wird getäuscht. Wer glaubt, er wählt hier antisozialistisch, wenn er Ottmar Karas wählt, wird getäuscht. Er wählt in Wirklichkeit de facto rot. Welche Konsequenzen ziehen wir nun aus diesem Saga von Ottmar Karas? Ich glaube, dass jetzt dem wertkonservativen und christlichen Wähler in Österreich, insbesondere aber auch dem ÖVP-Wähler, vollkommen klar sein muss, dass er im Grunde mit den Rekos ein echtes Alternativangebot zur Verteidigung des Christentums und des Kreuzes hat und dass er bei einer Wahl des Ottmar Karas in de facto rot wählt. Dann kann er gleich jeder rot wählen, wer das haben möchte. Daher rufe ich alle wirklich christlichen und wertkonservativen und wertebewussten Wähler, insbesondere aus der ÖVP, jetzt auf, angesichts dieser Aussagen den Reformkonservativen eine Stimme zu geben, um der ÖVP endlich einen Denkzettel zu verpassen, dass es mit diesem Unterwürfigkeitskurs gegenüber den Roten nicht mehr weitergehen kann. Für die Wähler sehr wichtig jetzt, wo finden wir sie am Stimmzettel? Wir sind auf Listenplatz 8 und ich glaube, angesichts dieser Aussagen gilt der Slogan, habt Acht, gebt Acht. Das heißt, gebt eine Stimme auf Listenplatz 8. Das sind die Reformkonservativen, das ist meine Liste, eine wirklich wertkonservative und christliche Liste, die das Kreuz verteidigt und nicht das Kreuz zum Feind macht.